Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder ein Video von Domian und zwar mit dem Titel Sarah23 ruft an und sagt, dass ihr Freund seit 6 Monaten eine Affäre mit ihrer Mutter hat. Ich bin mal gespannt. Also der Titel ist schon sehr vielversprechend. Also ich bin einfach mal gespannt, was bei diesem Video rumkommt. Ja. Gehst du fremd oder bist du ein Opfer? Ein Opfer. Du bist ein Opfer eines Fremdgehers. Ja. Und zwar letzte Woche komme ich von der Arbeit nach Hause und ich habe auch 2 Kinder und meine Mutter passt auf die Kinder auf seit einem halben Jahr. Ja, und da sehe ich wieder meinen Mann und meine Mutter zusammen im Bett liegen, ne? Und das geht auch schon seit einem halben Jahr so. Woher weißt du das? Das hat er mir selber gesagt, wir haben uns gestritten und er hat mir das gesagt, dass das seit einem halben Jahr so läuft. Ja, und da habe ich ihn rausgeschmissen. Ja, und jetzt wohnt er seit einer Woche bei meiner Mutter. Und das ist total heftig, ist das. Das ist ja doch viel schlimmer. Also das Ganze fängt ja schon direkt richtig heftig an. Also mich würde an dieser Stelle erstmal interessieren, vielleicht wird es auch im Laufe des Videos erzählt, ob die Kinder von den beiden sind oder ob das nur ihre Kinder sind, die sie mit einem anderen Mann hat. Also ich meine, ob das seine Situation irgendwas besser oder schlechter macht, kann man jetzt, also eher nicht. Aber das wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, um einfach mal so die Verhältnisse in dieser Familienkonstellation besser verstehen zu können. Ich meine, was würdest du deinen Kindern dann erzählen? Ja, der Papa, ich habe den rausgeworfen, weil er mit eurer Oma schläft. Als wenn er, finde ich, mit irgendeiner anderen Frau fremd gegangen wäre oder fremd ginge, ne? Als der mit der eigenen Mutter, weil das tut ja doppelt weh. Das ja, ist das ist echt total heftig, ist das, ne? Und gerade die eigene Mutter, das echt hätte ich nicht gedacht von ihr, ne? Wie ist denn dein Verhältnis im Moment zu deiner Mutter? Ja, seitdem habe ich keinen Kontakt mehr zu ihr. Also total abgebrochen, ich will auch nicht mehr mit ihr reden. Gab es denn mal ein Gespräch darüber zwischen dir und deiner Mutter? Eigentlich nicht, also seitdem der Vorfall war, nicht mehr miteinander geredet, auch keinen Kontakt mehr, ne? Aber du weißt das ja schon ein bisschen länger, sagst du, ne? Dass da irgendwas im Busche ist. Ja, erfahren habe ich es letzte Woche richtig. Ach so. Und echt von einer Minute auf andere, ich dachte, mein Gott, was ist hier los, ne? Ich dachte, du hättest vorher schon eine Witterung gehabt. Also das Fremdgehen ist ja schon eine Sache. Aber mit einem Familienmitglied und dann mit der eigenen Mutter macht das Ganze einfach noch absurder. Dass der Freund in dieser Hinsicht irgendwo, also dass man ihn natürlich dafür kritisieren muss, das ist klar, gar keine Frage. Aber ich verstehe nicht, was in der Mutter vorgeht. Was würde einem ferner liegen, als mit dem Mann oder Partner der eigenen Tochter oder überhaupt, wenn Eltern mit den Partnern der eigenen Kinder was anfangen? Also ich glaube, schlimmer geht's gar nicht. Mit Geschwistern ist ja schon komisch genug, wie einer dann Geschwister teile. Also mit deinem Partner oder deiner Partnerin was anfängt. Aber wenn es einer deiner Elternteile ist, ist es irgendwie noch verrückter. Als du die da im Bett gesehen hast, was ist denn da in dir vorgegangen und wie hast du reagiert? Ja, ich habe denen dann die Schlafzimmertür zugeknallt und bin dann gleich raus und habe die Kinder gepackt und bin dann zum Bekannten gefahren. Und dann bin ich nach 2 Stunden nach Hause und habe ihn dann rausgeschmissen. Wie äußert er sich dazu? Hat er denn irgendetwas gesagt? Ja, er sagt, meine Mutter wäre besser und so, ne? Ach, wie charmant. Ja, und er hätte sich in sie verliebt halt, ne? Wie sind denn die Altersunterschiede? Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 25. Und die Mutter? 44. Ja, das ist echt. Hier stehst du ohne Freund da und ohne Mutter quasi. Bitte? Hier stehst du quasi ohne Freund da und ohne Mutter. Ja. Wie lange warst du mit dem Mann zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Aber wirst du denn dann nicht ganz misstrauisch? Glaubst du ihm, dass das erst ein halbes Jahr läuft zwischen den beiden? Ja, weil meine Mutter hatte vorher wenig Kontakt mit dem Dennis und sie passt ja seit einem halben Jahr auf die Kinder auf. Ja, und Dennis kommt halt früher nach Hause als ich. Also ehrlich gesagt habe ich das Video ein bisschen witziger erwartet, aber umso mehr ich mir eigentlich dazu anhöre, umso mehr tut es mir leid, dass ich überhaupt erwartet habe, dass das irgendwie witzig werden könnte. Liegt wahrscheinlich einfach schon an der Erwartung, die man bei diesem Titel hat. Weil, wenn man darüber nachdenkt, dann scheint das so komplett fernab. Sie wirft ihn raus und er zieht dann zu der Mutter von ihr.
Und ich stelle mir mal solchen Situationen immer vor, okay, wie sieht das Ganze dann in der Zukunft halt aus? Ich meine, sie kann sich ja jederzeit von ihrem Freund trennen. Und wenn das nicht seine Kinder auch sind, dann ist es natürlich umso leichter. Die Sache ist aber dann mit der Mutter. Bist du wirklich bereit, wegen, ich sag jetzt mal, irgendeinem Kerl, so die Bindung zu deinem eigenen Kind in solch einer Art und Weise kaputt zu machen? Das ist etwas, was mir irgendwie so fernab liegt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Wie ist denn dein Verhältnis bislang immer gewesen zu deiner Mutter? Ja, total super. Wir sind auch zusammen in eine Diskothek gegangen, einkaufen. Mhm. Und sie hat auch mal bei mir geschlafen, ich dann bei ihr. Sie hat auch auf die Kinder aufgepasst. Ja, und das ist jetzt alles kaputt dadurch, ne? Wie ist dir zumute im Moment? Bitte? Wie ist dir zumute im Moment? Ja, total leer, ne? Also irgendwie alle Gefühle abgestellt. Also wie eine Wand. Wie wird das jetzt weitergehen? Die Kinder sind ja von ihm, ne? Ja. Das heißt, er wird sich ja um die Kinder auch kümmern wollen. Also man hört ja immer so die wildesten Sachen, was manche Leute tun, wenn sie irgendwie fremdgehen und mit wem sie fremdgehen. Ob sie jetzt irgendwie ins Bordell gehen würden oder so. Also dieses, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das als Klischee bezeichnen könnte oder so. Aber ich habe es mal in einigen Reportagen gesehen, halt besonders bei älteren Leuten, die dann irgendwie mit ihren Partnerinnen nicht mehr schlafen. Und vor allem, die waren noch so lange zusammen. Und das sind auch seine Kinder. Das macht es nur noch verrückter. Ich meine, wie willst du das deinen eigenen Kindern dann noch erklären? Ja, ich bin jetzt mit eurer Oma zusammen. Also, das würde die Oma gleichzeitig zur Stiefmutter machen. Will von ihr auch die Hintergründe wissen, warum sie das tut, warum sie mir so wehtut und er, ne? Ich meine, dazu gehören ja immer zwei und auf eine Art fühle ich mich auch schuldig, ne? Du, warum? Ja, weil ich auch viel arbeite und dann, wenn ich nach Hause komme, bin ich auch kaputt und so. Und naja, da lief das mit dem Sex bei mir und Dennis auch nicht mehr so richtig in den Gut, letzten aber Monaten. das ist noch lange kein Grund, so etwas zu machen, Sarah. Nee. Aber wirklich nicht. Und stimmt, ja, die Frage ist auch, ob die Mutter irgendwie verheiratet ist oder so. Jetzt die Frage, okay, ist sie noch mit dem Stiefvater zusammen oder sind die getrennt? Das ist einfach nur krank. Oh mein Gott. Oh. Also, wenn deine Mutter Anstand im Leib hätte, Ja. selbst wenn sie den süß findet, den Dennis, hätte sie sich diese Gefühle verbieten müssen, finde ich. Ja, habe ich auch schon zu meinem Stiefvater gesagt, ne? Hm. Und er schüttelt auch nur noch mit dem Kopf. Genau. Ach so, leben die beiden bislang zusammen, deine Mutter und der Stiefvater? Die haben sich auch vor 6 Jahren ungefähr scheiden lassen, Hm. weil meine Mutter hatte schon immer jüngere Männer, ne? Und ich kann Domian gar nicht mehr zustimmen. So, manche sagen ja irgendwie, in der Liebe ist alles erlaubt und keine Ahnung was, aber ich finde, das ist Bullshit. Es gibt so Dinge, wo einfach ein gewisser Anstand von Leuten erwartet werden sollte. Und das ist so eine Situation. Okay, ja, der Dennis ist ein richtig süßer, was auch immer, ist ein hübscher. Ich bin verheiratet oder vielleicht auch eben nicht, keine Ahnung. Oder das ist einfach das ist der Partner meiner Tochter. Also, wo soll man denn Grenzen ziehen, wenn nicht hier? Und dadurch ist auch die Ehe damals kaputt gegangen. Lebt dein leiblicher Vater noch? Nee, Nee. schon lange nicht mehr. Hast du denn irgendjemanden, mit dem du dich da mal so ein bisschen aussprechen kannst? Eine Freundin? Ja, habe Das ich. hast du. Meine Also, Cousine, ne? naja, auf jeden Fall, das ist eine ganz schön traurige Situation, muss ich sagen. Und ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe eigentlich gedacht, das Ganze wird ein bisschen witziger. Wenn man sich natürlich aber anhört und man hört natürlich, wie deprimiert sie natürlich ist, umso verrückter wird es. Weil ich erinnere mich an eine Story bei Domian, da hat eine Frau ungefähr, glaube ich, in dem gleichen Alter angerufen und erzählt, dass ihr Freund eine sexuelle Beziehung zu ihrem Vater hat. Bin ich ausgerastet? Ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Die lagen beide nackt im Ehebett deiner Eltern. Ja, im Bett meiner.
Mein Vater und mein Freund, falls das jemand nicht verstanden hat. Ich wollte auch nochmal unterscheiden, dein Vater und dein Freund. Richtig, dein Freund war bei dir zu, genau, dein Freund war bei dir zu Besuch gewesen. Und sie selber fand das so absurd, dass sie immer wieder halt lachen musste. Und deswegen dachte ich, okay, vielleicht ist das so eine ähnliche Story. Aber so hier ist das scheinbar ein bisschen anders. Naja, auf jeden Fall, das war es auch schon. Der Clip ist gar nicht so unglaublich lang. Ja, falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall den Channel für weitere Videos. Und bis zum nächsten Mal.